So, kurze Infos zum Beschriften von Daten mit Labels in der Karte. Ein Beispiel von diesen Punkten der Bezirkshauptorte Oberösterreich von der Aufgabe 1. Also generell, wenn ich was mit Labels beschriften mag, gehe in die Eigenschaften, gehe auf Labels oben und dann hackelt ihr an Label Features. In this Layer, da ist eh schon ausgewählt Ort. Die Frage ist nämlich, in welcher Spalte steht unser der Text, den ich gerne hätte. Ort passt eh, weil das sind die Ortnamen. Wenn ich dann OK sage, seht ihr, dass jeder Punkt mit dem entsprechenden Text beschriftet ist. Wenn ihr jetzt nur einzelne Punkte sozusagen anzeigen und beschriften wollt, könnt ihr auch in den Eigenschaften auf Definition Query gehen und dann mit dem Query Builder sozusagen eine Formel eingeben. So ähnlich wie der Auswahl von Features anhand der Kategorie. Das habt ihr vielleicht schon gelernt. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich will nur den Ort Linz beschriftet haben, mache ich Doppelklick auf Ort, ist gleich. Dann kann ich da sagen, get unique values und sehe alle meine möglichen Orte. Und sagt Linz. Dann ist diese Formel, als Ort muss Linz sein. Sagen wir okay. Und dann habe ich jetzt nur mehr, von dem Datensatz wird nur mehr Linz angezeigt. In der Tabelle seht ihr, ist das dann auch so. Also nur in der Spalte Ort, wo Linz drinnen steht, der Punkt wird berücksichtigt. Ich kann natürlich auch mehrere gleichzeitig anzeigen. Ich ändere das einfach. Dazu gebe ich ein OR und dann nochmal die ganze Formel. Ort ist gleich. Und nehme jetzt zum Beispiel Freistadt. Wichtig ist das OR und kein AND, weil er schaut dann quasi in der Spalte nach und es kann ja pro Punkt, pro Zeile, kann er nicht Linz und Freistadt drinstehen, weil dann wird er kein Ergebnis finden. Deswegen muss das ein OR sein. Das schaut dann so aus. Jetzt haben wir plötzlich beide. Wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gern die beiden Orte beschriftet, aber schon alle Punkte von allen anderen Orten angezeigt, dann schmeiße ich mir halt einfach ein zweites Mal die Hauptorte rein, dann habe ich die ganzen Punkte von allen Orten und dann eben durch diesen anderen Layer nur zwei davon beschriftet. Ich lösche das jetzt wieder raus. Ich mache da jetzt auch die Definition Query wieder weg, damit wir wieder alles normal haben. Okay, also so kann man einzelne Sachen anzeigen, ist ein bisschen aufwendig, aber es geht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich meine Beschriftungen da individuell verschieben und löschen und so weiter, kann man die Beschriftung umwandeln in einfach ein Textobjekt. Nachteil dabei ist natürlich, dass es die Verknüpfung verliert zum Datensatz. Das heißt, jetzt ist es gerade ein dynamisches Objekt, das heißt, wenn ihr reinzoomt und so, ändert sich ja die Größe von dem Teil, also von dem Text. Es wird quasi generiert anhand der Daten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das zu konvertieren. Also wenn ich rechtsklick sage auf meine Orte, gibt es die Option Convert Labels to Annotation. Das ist irreversibel, muss man aber sagen. Aber wir probieren es mal aus. Dann muss ich da oben auswählen, wo mag ich die hinspeichern. Ich mache jetzt einfach mal in die Karte, also Store Annotation in the Map. Sagen wir Convert. Schaut jetzt auf dem ersten Klick gleich aus. Aber ich kann jetzt, solange ich den schwarzen Auswahlpfeil da habe, die einzelnen Texte anklicken. Das ist vorher nicht gegangen und kann sie verschieben. Und mit Entfernen kann ich sie ja löschen. Was jetzt nicht mehr ist, ist jetzt, wenn wir reinzoomen, bleiben die jetzt immer gleich groß. Das heißt, die Verknüpfung zu den Daten und das dynamische Verhalten davon ist jetzt verloren gegangen. Das muss euch bewusst sein. Dafür kann ich jetzt natürlich die einzelne rumschieben, wie ich mag. Also wenn ich schon den Maßstab fix weiß von meiner Karte und mein Layout und alles, als letzten Schritt kann man durchaus so auch noch arbeiten und das so im Detail ein bisschen anpassen. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich einfach nur Text, der in der Karte liegt, der ist nicht mehr mit den Punktdaten verknüpft. Gut.